diesem Video sind wir bei den qualitativen Bewegungsmerkmalen. Die fallen in den Bereich der Bewegungsanalyse. Die sind dazu da, um, wie der Name schon sagt, die Qualität einer Bewegung zu bewerten. Das heißt, ich bewerte eine Bewegung und das kann ich mit den qualitativen Bewegungsmerkmalen besonders gut über die Betrachtung der Bewegung machen. Das heißt, von außen ist erkennbar, wie gut eine Bewegung auszuführen ist und wie gut eine Bewegung gelungen ist, kann ich eben an diesen verschiedenen Merkmalen oder auch Kriterien festmachen. Ja, ich versuche der Reihe nach durchzugehen. Da haben wir 8 verschiedene. Wir fangen mal mit dem Bewegungsrhythmus an. Wenn ich eine Bewegung habe, die vor allem zyklisch ist, dann kann es durchaus von Vorteil sein, einen bestimmten Bewegungsrhythmus zu haben, zum Beispiel beim Laufen oder beim Rudern, dass ich eine gleichmäßige Bewegung habe, um eine größtmögliche Bewegungsökonomie hinzubekommen, damit ich in meinem Rhythmus bleibe, mich besser konzentrieren kann und die Bewegung dann durch diesen Bewegungsrhythmus auch effektiver gestalten kann. Das kann man dann betrachten. Dann gibt es noch die Bewegungskopplung, die sagt aus, wie gut man es geschafft hat, bei einer komplexen Bewegung einzelne Teilbewegungen so auszuführen, dass es zwischen den einzelnen Teilbewegungen zu einer Kraftübertragung kommt. Das heißt, bei Teilbewegungen ist das ja so, dass eine Teilbewegung Kraft auf die nächste Bewegung überträgt und immer so weiter, damit man am Ende einen größtmöglichen Kraftimpuls bewerkstelligt. Das ist zum Beispiel beim Kugelstoßen der Fall. Da hat man ja auch eine komplexe Ausführung. Dann gibt es noch den Bewegungsfluss. Der bedeutet einfach, dass man eine möglichst flüssige Bewegung haben sollte. Das heißt, man sollte jetzt keine abgehackte Bewegung machen. Das wird auch hier nicht der Kraftübertragung zugutekommen. Das wäre ganz schlecht für die Kraftübertragung. Deswegen ist es wichtig, einen guten Bewegungsfluss zu haben, eine Bewegung flüssig ausführen zu können. Dann gibt es noch die Bewegungspräzision. Da muss man unterscheiden zwischen Ziel- und Ablaufpräzision. Ablaufpräzision wäre, dass man die Bewegung so ausführt, wie das Technikleitbild, das heißt, das Idealbild der Bewegung, es vorsieht. Das Idealbild sind eigentlich in der Regel Profis, also professionelle Sportler, die Bewegung in der Regel perfekt ausführen, also perfekt in Anführungsstrichen. Was Perfektes gibt es ja eigentlich nicht in der Regel. Und dann gibt es noch neben der Ablaufgenauigkeit die Zielgenauigkeit. Da kann man das Beispiel Basketball nennen. Da habe ich das Ziel, einfach den Ball in den Korb zu werfen. Und wenn ich dieses Ziel getroffen habe, das heißt den Korb, dann ist es auch egal, wie der Ablauf war. Denn das Ergebnis, das ich erzielt habe, war genau. Das ist mein Zielergebnis. Dann gibt es noch Bewegungskonstanz. Das meint, dass man eine Wiederholungsgenauigkeit haben kann bei Bewegungen. Das wäre zum Beispiel beim Weitsprung der Fall. Beim Weitsprung ist das nämlich so, dass die Schritte ungefähr gleich lang sein sollten beim Anlauf. Das heißt, dass die Bewegung insgesamt sehr konstant sein sollte, weil wenn ich eine unterschiedliche Schrittlänge bei den Schritten habe, dann kommt es natürlich dazu, dass ich übertrete oder dass ich nicht die beste Weite aus meinem Sprung letzten Endes raushole. Dann gibt es noch den Bewegungsumfang. Der steht dafür, wie viel Raum man bei der Bewegungsausführung einnimmt. Das heißt, bewege ich mich sehr viel. Also strecke ich meine Körperteile maximal aus bei der Bewegung oder eher weniger. Da muss man sich auch am Technikleitbild orientieren, wie eigentlich bei allen anderen qualitativen Bewegungsmerkmalen, was dann im Endeffekt das Beste wäre. Dann ist noch das Bewegungstempo, das meint einfach die Geschwindigkeit, das heißt die Ausführungsgeschwindigkeit der Bewegung. Muss man auch wieder gucken, welche wäre hier optimal. Ist man zu langsam, ist man zu schnell. Und dann gibt es noch die Bewegungsstärke, das meint eben die Kraft, die man dann letzten Endes bei der Bewegung aufbringt. Wenn dann diese qualitativen Bewegungsmerkmale in ausreichendem Maße oder im besten Fall im perfekten Maße ausführt, dann erreicht man ein besonderes Ziel, das jede Bewegung eigentlich hat. Da müsste ich jetzt mal kurz runtergehen, das habe ich auch geschrieben. Nämlich die Bewegungsharmonie. Die wird erreicht, wenn all diese qualitativen Bewegungsmerkmale zumindest in ausreichendem Maße erfüllt werden. Eigentlich im bestmöglichen Maße sollten die erfüllt sein, damit auch diese Bewegungsharmonie zustande kommt. So, das wäre es zu den qualitativen Bewegungsmerkmalen. Wenn es da noch Fragen gibt, dann gerne in die Kommentare. Und ich dachte kurz, ich hätte ein Merkmal vergessen. Das sind 8 Stück, kann man sich schon mal verzählen. Ciao, danke fürs Zusehen.